Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zur 19. Ausgabe vom Dorfpuppenhaus. Diesmal ist der Zeitschrift ein kleiner Holztruhe beigelegt, die wir uns gleich näher ansehen. Zuerst ein kurzer Blick in die Zeitschrift. Wieder kurzer Text über die Holztruhe. Dieses Stück erinnert mich an die geliebte Truhe im Haus meiner Großmutter. Naja, meine Großmutter wäre so pragmatisch und hätte gesagt, dieses hässliche dicke Ding brauche ich gar nicht bei mir. Das hätte ich schon längst weggeschmissen. Aber ich finde, sie sieht sehr hübsch aus. Dann, diesmal geht es um das Dienstbotenzimmer. Das natürlich relativ einfach eingerichtet ist. Dann hier nochmal ein genauerer Blick hinein. Hier ein schönes Foto, wo man denken könnte, ach nee, es ist ein echter Raum. Sehr detailverliebte Miniatur. Wieder ein besonderes Puppenhaus. Sowie eine Anleitung, wie man einen dekorativen Briefreiter selbst klöppeln kann. Ja, und der Ausblick auf die nächste Ausgabe. Dann sehen wir uns nochmal die Truhe näher an. Na. So. Na. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so perfekt, dass ich das anhebe, wenn ich das hier dann befestigen will. Aber na gut. Ansonsten haben wir die kleinen Griffe hier. Und man kann da natürlich noch etwas reintun. Ah, das ist hier nicht ganz so schön verarbeitet. Bei mir zumindest. Ansonsten sieht die Truhe ganz schick aus. Gut, die Beschläge hier sind, glaube ich, tatsächlich Beschläge. Und nicht bloß einfach aufgezeichnet. Klingt mir der Fokus gerade nicht ganz so gut. So, jetzt sieht man es nochmal im Detail ganz schön. Ja, das ist hier extra nochmal eine kleine Platte. Ansonsten auch ein ganz schöner Verschluss. Und hier an der Seite kann man die Griffe auch anheben. Ja, das war's soweit zur 19. Ausgabe vom Dorfpuppenhaus. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Sammeln.